Hallo, ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und am Fotofragen-Freitag beantworte ich Fragen von euch. Heute eine Frage von Florian Behrenbruch. Er hat folgende Frage gestellt. Wie kommuniziert die Kamera mit dem Fotografen, dem Sujet und dem Menschen, der sich vor der Kamera befindet? Für mich ist die Kamera ja immer ein Werkzeug, quasi ein Hammer, mit dem ich einen Nagel einschlage. So denke ich nicht, dass die Kamera alleine mit jemandem kommuniziert. Ich kommuniziere mit dem Menschen vor meiner Kamera. Ja, das ist meine Antwort auf diese Frage, weil die Kamera ist für mich just a tool, mit der ich das materialisiere, was ich im Kopf habe. Also wenn ein Mensch zum Beispiel ein Bewerbungs- oder ein Karrierefoto braucht, dann lasse ich mir erzählen, in welchem Bereich er arbeitet und dann mache ich ein Foto, in dem er selbstverständlich selbstbewusst und professionell rüberkommt und natürlich sympathisch. Und das ist das Wichtigste bei einem Bewerbungsfoto. Also dieser Mensch vor der Kamera ist mein Sujet in diesem Moment. Und die Kamera ist immer noch ein Tool. Just a tool. Okay, ich hoffe, ich habe diese Frage beantwortet. Wenn es weitere Fragen gibt, einfach eine Nachricht an mich. Und ich werde versuchen, diese Frage zu beantworten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.